Guten Morgen, ihr lieben Bratschen. Ich bin wieder da mit einem pädagogisches Video. Ich möchte heute mit euch ein Erklärungsmodell untersuchen, wie ich meistens meine Schüler erkläre, wie Artikulation funktioniert. Also in diesem Video geht es darum zu verstehen, wie der Ton geformt werden kann, wie der Anfang des Tones sein kann, wie der Verlauf des Tones sein kann und wie das Ende des Tones sein kann. Ja? Ich habe auch versprochen, ich mache wieder was mit den Klebepunkten, aber kommt ein bisschen später. Als erstes kommt ein bisschen Theorie, dann kommen ein paar praktische Übungen und dann zeige ich euch in der Literatur, wie ihr das anwenden könnt. Ja? Okay, also wie ist mein Erklärungsmodell, wie ich kurze und mittellange Töne artikulieren kann? Das sieht so aus. Die Leute, die bei mir Unterricht haben, kennen das. Ich habe das heute so ein bisschen mit den Klebepunkten schon vorbereitet. Also, wie ihr seht, als erstes haben wir TA. Das kann man sich schon als Tonanfang vorstellen. Ja? Der Anfang des Tones. Wie startet er? Startet er geradlinig oder startet er weich oder startet er mit einer härteren Artikulation? Dann gibt es den Tonverlauf. Wie ist der Ton? Ist er geradlinig, wie in der mittleren Linie? Oder wie in den zwei unteren Linien? Oder ist er eben in einer Smiley-Form? Das nenne ich im Unterricht den Smiley-Strich oder den Bananenstrich. Bananenstrich klappt bei den kleinen Kindern auch gut. Könnt ihr auch benutzen, wenn ihr Pädagogen seid. Und wie ist das Tonende? Wird der Ton abrupt angehalten an der Seite? Wird er leicht angehoben oder wieder viel angehoben? Und so wie ihr seht, TA, TV, TE, die haben verschiedene Farben. Und das werden wir nachher in den Übungen benutzen. Allerdings möchte ich noch ein bisschen mehr erklären, was das mit diesem TA und TV und TE auf sich hat. Also der Tonanfang, der kann hart oder weniger hart sein. Wenn ihr an die Sprache denkt, haben wir ja ganz viele Konsonanten. Und wir können eine weiche Konsonant haben, also wir können mit einem M starten oder mit einem B. Das schreibe ich dann grün, weil es weich ist. Oder wir können ein bisschen härter schon gehen. Dann gehen wir so in den Mittelbereich. P, dann kommt T und dann kommt K. Das sind so alle verschiedene Attacken, wenn man sie mit diesem Erklärungsmodell der Vokale und der Konsonanten sozusagen erklärt, ja, die man haben könnte. Was passiert in der Sprache, wenn wir ein Wort aussprechen, der mit einer Konsonant anfängt, gleich danach kommt die Vokale. Ja? Die Konsonanten, die machen wir oft mit der Zunge, wie T, D, P wird mit den Lippen gemacht, aber funktioniert vorne. Und die Vokale funktioniert dann mehr hinten. A, ich muss dann den Mund aufmachen. A, E, I, O, da müssen wir alle den Mund aufmachen. Und danach kommt wieder eine Konsonant, wie bei Pferd. Ja, am Schluss habe ich auch das D, dann wird es wieder vorne, sozusagen wird es wieder mit den peripheren Sachen gemacht. So, was hat das mit uns zu tun? In meinem Unterricht, in meinen Praxisjahren, habe ich entdeckt, dass ich meinen Zeigefinger sehr gut benutzen kann, um den Tonanfang zu gestalten. Deswegen kommt jetzt der rote Punkt auf dem Zeigefinger. Macht das auf dem Handrücken, ne? Das funktioniert besser. Also Zeigefinger seht ihr nachher irgendwie nicht mehr. Oder ihr macht es vielleicht hier, das könnt ihr auch probieren. Ja, das ist vielleicht gut. Das machen wir vielleicht auf dem Gelenk, ja? Dann haben wir gesehen, Tonverlauf war blau. Da nehmen wir zwei Blauklebepunkten und kleben die auf dem dritten und vierten Finger. Das sind die mittleren Finger. Und die sind für die Vokale zuständig, also für was ich als Vokale empfinde, zuständig. Versteht ihr das? Ich hoffe, ihr versteht das. Ja? Und das Tonende hatte ich als grün markiert. Also nehmen wir einen grünen Aufkleber. Wenn ihr sehen würdet, meine Aufkleber sehen jetzt so aus, ja. Ist nicht mehr so, müsste ich mal so eine neue Packung kaufen. So,
Also so sieht die Artikulationshand aus. Einmal rot, zweimal blau, einmal grün. Ja, das ist die Theorie sozusagen. Welche Finger wofür was zu tun hat. Jetzt holen wir die Instrumente. Und wir probieren das aus. Ich versuche es euch ganz gut zu zeigen. Ja, so müsstet ihr das gut sehen können. Der rote Punkt, den klebe ich mal ein bisschen mehr nach vorne, dann könnt ihr den besser sehen. Für euch aber vielleicht lieber ein bisschen mehr nach oben. Also, der Zeigefinger ist der Finger, der die Attacke macht. Ja, wenn ihr Druck ausübt mit dem Zeigefinger, diagonal auf dem Bogen oder senkrecht, je nachdem auf welche Seite ihr seid, könnt ihr ein B, ein P, ein T oder ein K haben, je nachdem. Ja, immer mehr Druck zum K hin. Was passiert aber nach dem Drücken mit dem Zeigefinger, und das ist da, wo die meisten Probleme schon haben, ist, dass nach dem T müsst ihr, oder nach der Konsonanten, müsst ihr zur Vokale kommen. Und die Vokal ist mit dem dritten und vierten Finger zu gestalten. Das heißt, der Zeigefinger muss übergeben an den anderen Fingern. T und A. Wenn ich den T wegnehme, dann habe ich nur A. Das ist ohne Zeigefingereinsatz und mit Zeigefingereinsatz. Und das könnt ihr bei kürzere oder längere oder ganz lange Striche. Ja, das wäre jedes Mal eine Attacke vorne und ein Verlauf, der jetzt halb in Smiley-Form war. Ja? Wenn ich euch eine gerade Form mache, dann sieht es so aus. Und dann stoppe ich hinten auch mit dem Zeigefinger. Das ist der segmentarische Strich, der ist ganz unten. Seht ihr das? Das ist mit dem Zeigefinger angefangen, gerade streichen und mit dem Zeigefinger anhalten. So. Das wäre die eine Möglichkeit. Ihr fragt euch natürlich, ja, und wie mache ich das mit dem Wegnehmen? Ne? Das ist ja das Schwierigste. Also das Schwierigste bei fast allem ist natürlich das Tonende. Also Tonende, wie schaffe ich das, dass mein Ton eben dieses M am Schluss hat? Wir haben besprochen, ich muss euch trotzdem noch was malen. Also das waren die Konsonanten. Bei dem Tonverlauf, ja, können wir zum Beispiel hier A und O und Ö, vielleicht auch I, vielleicht ganz viel U. Das wären die Klänge, die wir in der Mitte uns vorstellen können. Und bei dem Schluss, wenn wir in den Smiley-Form kommen wollen, dann wollen wir ein M erzeugen oder ein N. Pam, pam, pam oder tan, tan, tan. Damit es schwingt. Und das ist da, wo es wirklich schwer wird. Und das ist da, wo ihr den grünen Finger braucht, also den fünften Finger braucht. Muss man meinen Puls irgendwie ein bisschen verschieben. Das heißt, ich habe angefangen, ich habe Verlauf und jetzt muss ich enden. Ich muss mit dem fünften Finger aktiv sein und das Gewicht des Bogens kontrollieren. Wenn ich den loslasse, dann muss ich das alles entweder mit dem Zeigefinger machen oder ich muss es dann mit der Schulter machen. Ich brauche meinen fünften Finger, egal wo ich bin im Bogen, ich zeige euch das auch ein bisschen mehr an der Spitze, brauche ich den fünften Finger, um den Ton abzuheben. Und die gute Nachricht ist, ich brauche das auch im Aufstrich. Also im Abstrich wie im Aufstrich, ausnahmsweise, haben wir denselben Verlauf. Das heißt, im Abstrich habe ich Zeigefinger, Verlauf mit 3 und 4 und Wegnehmen mit 5. Im Aufstrich habe ich Zeigefinger, Verlauf mit 3 und 4 und Wegnehmen mit 5. Wenn ich das im mittelkurzen Bereich mache, sieht es dann so aus, wenn ich abhebe mit dem Arm oder ohne abheben. Von der Seite sieht es dann so aus, weiche Finger, hinteren Fingern, ich komme zurück und hebe für euch ab, dann habe ich das abgehoben. Und für den
den Brascha unter uns, der viel Mittelstimme spielt, brauchen wir ganz viel, wenn wir Begleitung haben, dann brauchen wir das auch, auch im langsamen Bereich. Ja? Also ich hoffe, dass es klar und verständlich ist. Ich hoffe, ihr könnt es auch nachmachen mit den Fingern. Und ich zeige euch jetzt zwei Stücke, wo man das ganz gut irgendwie sehen kann. Das ist der Anfang von der Fuge bei den Bach-Geigen-Solo-Suiten. Für uns Bratschen ist ihm G, bei den Geigen ist ihm D. Das ist egal, ihr werdet es erkennen, ja? Wenn ich... Was mache ich? Ich habe genau diesen Smiley-Strich am Anfang. T-A-T-V-T-E. Und das mehrmals. 1, 2, 3, 4. 4 gleiche Striche. Mit einem D am Anfang. D, D, D. Ein E oder E. Und ein kleines N dazu. Die 2 Sechzehntel. Sind kaum mit Zeigefinger gestrichen. Wenn ich sie auch mit Zeigefinger streichen würde, würden sie so klingen. Dann klingen die gleich, ne? Die klingen gleich wie die Achteln. Ich finde es schöner, wenn ich... Dann habe ich die Achtel schön definiert und die Sechzehntel sind weicher. Und das ist alles, wie viel Aktivität beim Zeigefinger ist. Und dass es am Schluss macht, hat mit dem fünften Finger zu tun. Und wie lang der Ton ist, hat mit 3 und 4. So, das war der ein Beispiel. Und der andere Beispiel war, und es führt uns auch zum nächsten Video, den ich aber morgen drehe, gemischte Artikulation, also nicht nur getrennte Töne, sondern getrennte Töne und Legato. Wir sind immer noch bei Bach, aber wir sind bei den Cello-Suiten. Und zwar, eine Schülerin von mir hat kürzlich mit das Stück gespielt. Okay, was haben wir da? Wir haben einen ersten Ton mit einem T vorne ran. Die anderen sind kleine Smiley-Töne, er mit einem B, das sieht so aus mit der Hand. Und danach habe ich ein Legato. Und das ist da natürlich, wo ich blitzschnell meinen Zeigefinger entspannen muss. Weil dafür brauche ich keinen Zeigefinger. Dann wieder, wieder, Zeigefinger, kein Zeigefinger. Zeigefinger, kein Zeigefinger. Ich mache es nochmal ein bisschen musikalischer. Und ich mache es einmal für euch mit dem Zeigefinger die ganze Zeit eingeschaltet. Das klingt dann wie eine Bogenübung. Also so wie ihr seht, ihr braucht die Attacke, diese Tonanfang, ganz genau überlegt, was will ich da? Was will ich da für eine Härte? Was will die, wie stark soll es sein? Es ist D, es ist P, es ist B, es ist T. Dann müsst ihr blitzschnell entspannen, nach dem Zeigefinger, wirklich kommen in der Länge des Tones mit einem weichen Daumen, weichen dritten und vierten Finger. Und ihr braucht ganz viel Aktivität und ganz viel Gefühl, um den Ton wegzunehmen. Wenn ihr Legato spielen wollt, dann müsst ihr den Zeigefinger wegnehmen von vornherein. Den gibt es denn gar nicht. Ja? Das wäre, als ob man Ai sprechen würde. Und das kommt aber in der nächsten Video. Erstmal wünsche ich euch viel Spaß mit dem 3-Farben-Hand. Probiert es aus, sagt mir, ob es euch hilft. Probiert es mit euren Schülern aus bei den Pädagogen, die mich folgen. Und ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Einen schönen Tag an allen Bratschen, Geigen und wie auch immer streichenden Bögen, die
hier eingeschaltet haben. Bis dann. Ciao.